Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf einer nordfriesischen Marsch-Map. Vierfach ohne Gräben in der Version 1.3. Was machen wir gerade? Wir haben gerade ein paar Sachen bei der Molkerei abgeholt. Und ohne mal jetzt mich großartig dafür zu interessieren, wie viel Geld ich damit jetzt verdiene, bringe ich die jetzt einfach mal zu Aldi. Wenn ich Aldi denn finde. Aber Aldi müsste ja irgendwo da unten sein. Zeichne dafür gleich mal einen Kurs auf. Weil Kurse werde ich ja jetzt, denke ich mal, des Öfteren brauchen. Die Map ist ja nun doch wirklich immer noch mal viel, viel größer geworden. Und ohne Cosplay ist man hier dann im Singleplayer doch komplett aufgeschmissen. Und daher rasen wir jetzt mal Richtung Süden. Ja, und dann gleich mal, wenn wir denn endlich mit Feld 9, mit dem Aussehen fertig sind. Riecht er sich überhaupt noch auf Feld 9? Ja, ich hoffe doch. Dann kümmern wir uns auch direkt mal darum, dass wir hier Fruchtwachstum wieder einschalten und dass wir dann auch mal ein bisschen was dass die Früchte wachsen, dass wir dann bald wieder ernten können. Vielleicht kaufen wir uns noch ein Feld. Ich würde ja hier unten gerne in der Nähe vom Rinderhof noch ein Feld haben, dass ich im Prinzip die Sachen, die ich für den Rinderhof brauche, dass ich die immer recht zeitnah hier einsetzen kann oder ernten kann. Er hat noch nicht mal ein Vorgewende fertig, hier mein Big M. Allerdings ist das auch ein riesen Grasfeld. Nein, aber es stört mich ja nicht. Im Moment habe ich da keine Rinder. Ich bin nicht so darauf angewiesen, dass das mit dem Silo jetzt so rasend schnell funktioniert. Also mit der Silage. Alles gut. Vielleicht sollte ich zusehen, ob ich mir Feld 32 kaufen kann. Das liegt, glaube ich, ganz cool. Ja, wie komme ich denn am besten zu Aldi? Rechts rum, links rum. Fahr mal rechts rum. Ich fahr rechts rum. Vielleicht war das jetzt vollkommen bescheuert. Vielleicht auch nicht. Ja, ich werde jetzt hier kein Vermögen mitmachen mit der Ladung. Aber ich werde zumindest ein bisschen Geld einnehmen. Sehr amerikanisch angehaucht hier die Häuser, ne? Also hier das, naja, wobei. Das war ja mal ein tolles Manöver. Die sind ja ganz toll, hast du das gemacht. Ganz toll. So, jetzt müsste hier gleich rechts Aldi kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das täuscht mich nicht. Aldi. Pausepunkt. Molkerei. Aldi. Sehr schön.
Ja, auch Lucy ist ja schon anfängt abzuladen. Sind die im Trigger drin? Ich hoffe doch. Naja, gut. Bisschen Kohle verdienen wir. So, wie kommen wir jetzt wieder zurück zum Hof am dümmsten? Ah, gehen wir da hochfahren. Was kriegen wir denn eigentlich für Pellets im Moment? Da irgendwo super Preise für. Gut. Dann sehen wir mal zu, dass wir irgendwie zurück zum Hof kommen. Diesem Fahrzeug, mit diesem Spann. Dafür fahren wir am besten hier rum. Dann hier hoch. Wasser! Ich denke, ich spiele ohne Gräben. Nein, nur Spaß. Alles nicht so wild. Holz vorbei, auch wenn ich mir da vorne selber jetzt die Straße gesperrt habe. Ich glaube, ich muss hier mal wieder Hackschnitzel bearbeiten. Bei einigen Sachen. Da könnte ich mich gleich mal hinbewegen. Und auch mal gucken, wie es mit meiner Gemüsefarm da unten aussieht. So. Aldi zum Hof. Fertig. Nur zusehen, dass ich hier mein Fahrzeug mal irgendwo vernünftig verstau. Mein Gespann. Da habe ich leider noch nicht so richtig Platz für, ne? Thank you.
Ding. So. Jetzt gehen wir mal runter zur... Hallo. Gehen wir mal runter zur Holzproduktion. Wann? Ja, Weberei, mir egal. Weberei habe ich nichts. Wie sieht's hier aus? Produzierst du? Keine leeren Paletten. Kompost 100%. Kompost 0. Strange. Wo ist denn mein Unimog? Kompost 0. Kompost 100%. Also teilweise funktioniert's, teilweise funktioniert's gar nicht. So, das heißt, ich muss mich jetzt mal durchsteppen, bis ich meinen Unimog gefunden habe. Ah, da ist er. Okay, das war jetzt natürlich Zufall, dass der jetzt einfach mal so... Ja, Big M hat durchdrehende Reifen. Ich hoffe, dass sich das gleich wieder gibt. Der ist ja voll, aber die anderen macht er nicht voll. Warum nicht? Ja, er sieht hier sehr chaotisch aus. Ich habe das aber nach einem Tutorial gemacht. Das Problem ist, solange wie er jetzt hier so langsam fährt, meint er immer noch, ist er immer noch sozusagen in einem Trigger drin. Erst jetzt hat er den Trigger verloren. Deshalb muss ich hier so weite Wege fahren, damit das funktioniert. Damit er dann den nächsten Abladetrigger findet. Und deshalb sieht das hier so wild aus. Naja, den hier hat er ja. Das ist ja schön. Die findet er ja auch immer. Das ist ja toll. Aber er soll doch auch bitte die anderen finden. Fährt er sich zum Aufladen, der ist aber ja voll. Ich greife da gleich mal von Hand ein. La, 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 la. Okay, das könnte natürlich eine Erklärung sein, warum er den ersten nicht auflädt, weil er immer noch in dem Trigger hier drin ist. Ja, der ist ja voll. Naja, gut, klar, den hier kann er jetzt nicht kriegen. Halt. Leer. Dann ist hier zumindest ein bisschen Kompost drin. So. Was ich jetzt mache ist, ich stelle jetzt einfach mal das Wasserfass hier ab. Big M hat immer noch durchdrehende Reifen. Muss ich dann gleich mal gucken, woran das denn liegt. Das
machen wir jetzt erst, bevor wir hier zurückkommen. Okay, ja, mein Fehler. Ah, durch den Zaun. Ich habe natürlich die Mähbreite, also die Arbeitsbreite, geringer eingestellt. Hat immer noch nicht mal ein Vorgewende fertig. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Naja, sei es drum. Meine Unimogs sind weg. Glaube ich ja gar nicht. Tauchen die hier nicht auf? Ja, will ich ja gar nicht. Will ich doch gar nicht. Ich will doch hier eben die Dingens da wegholen. Bernie Blindmann. Ja, oh, schon wieder, ey. Ich mache immer so lange Folgen, aber sonst komme ich ja gar nicht zum Spielen. Vielleicht sollte ich einfach mal einen Livestream machen. Zum Spielen. Einfach mal live. Habe ich noch nie gemacht, aber irgendwann, ne? Ist immer das erste Mal, oder? Wie heißt das so schön? Wald gehen. Naja, irgendwann muss ich auch mal wieder in den Wald. Im Moment nicht. Aber irgendwann bestimmt. Soll ich dann gelassen? Das stört mich ja jetzt echt, ne? Hier wird produziert, langsam, aber es wird produziert. Ich bin ja auch auf einfacher Geschwindigkeit. Das hat natürlich eben einfach stumpf den Nachteil für meine Produktion, dass die langsam laufen. Ne?
sehr langsam. Fürs Wachstum wäre es jetzt erstmal egal. Das hole ich jetzt hier auch nur weg, weil ich einfach Angst habe, dass das sich sonst nicht weiterarbeiten kann oder nicht weiter produzieren kann. Das soll jetzt auch erstmal hier gewesen sein, diese eine Ladung. Diese 31.000 Liter. Bringen wir jetzt direkt hier hin. Ja, eigentlich wollte ich vorne den auch abladen. Läuft, läuft, läuft. Ja, mach da mal Pellets von. Mach dir mal... Ja, Holz haben wir hier auch noch ein bisschen. Einmal hier so ein bisschen das Sägewerk von seinen Hackschnitzeln befreien. Gleich wieder neues neuen Brennstoff praktisch damit reinholen dadurch. Der Brennstoff ist nicht mehr viel da, aber Hackschnitzel sind jede Menge da. Und das ist ja hier das Praktische, dass man hier den einen beladen kann, wenn man den anderen schon auskippen kann. Sehr praktisch. Vor allem, dass er so langsam ablädt. Kippen wir mal das hier auch noch ab. Doppelfolge. Und fahren nochmal rum. Um das hier so schön voll zu machen. Weil es so schön ist. Und weil wir so viel haben davon. Nein. Voll. Also wir machen den jetzt noch voll und bringen das dann hier auch zur Pelletfabrik. Schnitzel haben wir ja sonst überall noch genug. Na los. Achso. Ist voll. Ja, gut. Klar, vorne der ist ja nicht mehr ganz voll. Da habe ich ja schon einiges abgekippt, ganz klar. Hat er recht, hat er recht. Kann ich nichts zu sagen. So, vorne abkippen.
nächsten. Und nächsten. Ja, wunderschön. Wunderschön haben wir das gemacht. So, meine lieben Freunde, jetzt schicke ich den noch auf den Weg und dann haben wir hier fast eine halbe Stunde. Das muss aber für einen Sonntagnachmittag, ne? Da bringt mal Zeit mit der Familie oder was weiß ich, geht raus, genießt das Wetter. Ich weiß ja gar nicht, was für ein Wetter ist, aber wenn ich das hier aufzeichne, bin im Prinzip eine Woche voraus, aber... Trotzdem. Schon sabbeln kann ich ja, oder? Halt. Beginnen am ersten Wegpunkt. Ja, hat ja super geklappt mit dem Befüllen. Naja, egal. So. Und den kann er jetzt nicht, weil er immer noch meint, er ist im Ladepunkt oder was? Oder wie? Wie dem auch sei. Bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder hinterlasst mir einen Kommentar. Abonniert mich, würde mich ziemlich freuen. Noch mehr freut es mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Morgen, Montag. Und ja, in diesem Sinne sage ich ciao.